Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es Technik für Kinder. Ich möchte euch gerne die Keks-Kopfhörer vorstellen. Die schreiben sich mit Z am Ende. Und ja, das sind quasi erstmal normale Kopfhörer für Kinder. Und die haben halt hier an der Seite ja, eine Möglichkeit, so kleine Plättchen reinzupacken. Und darüber wird dann halt eine Geschichte abgespielt. Die wurden mir hier vom Hersteller für das Video zur Verfügung gestellt. Deshalb vielen Dank dafür. Ja, im Video schauen wir uns die gleich erstmal ganz genau an. Also was ist im Lieferumfang dabei? Wie sind diese Kopfhörer aufgebaut? Dann erzähle ich euch ein bisschen was aus meinen Erfahrungen, wie meine Kinder die Keks-Kopfhörer finden. Zum Schluss ein kurzes Fazit. Und jetzt legen wir direkt los. So, dann schauen wir uns die Keks-Kopfhörer mal gemeinsam an. Der Preis von so einem Starter-Set, wenn man die kauft, der liegt bei knapp 60 Euro. Und da habt ihr dann auch eine Geschichte, die hier vorne mit drauf ist, von der Cookie Crew, so heißt die Cookie Crew, mit dabei. Es gibt sie, wie ihr sehen könnt, in Rot und in Blau. Und es gibt noch eine Limited Edition in Schwarz. Auf der Webseite habe ich das gesehen, ob es die, je nachdem, wann ihr das Video schaut, auch noch gibt. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Der Link dafür ist natürlich in der Videobeschreibung. Also, Kopfhörer, natürlich ganz normale Kopfhörer, so wie man hier sieht, die sind größenverstellbar, so dass ihr die auch an die Ohren von eurem Kind anpassen könnt. Hier oben sind sie auch nochmal so gepolstert, um ja oben am Kopf nicht so fest anzusetzen oder anzusitzen, und man kann sie so zusammenklappen, damit man sie besser transportieren kann. So sieht das Ganze aus. Ihr habt an dem einen hier, wenn ihr den so zur Seite klappt, dann seht ihr das, dass ihr hier einen, mal gucken, dass ihr das auch richtig seht. Hier gibt es einen Knopf, um die Lautstärke einzustellen. Drei Stufen gibt es, also ihr habt hier kein Rädchen, sondern ihr habt hier quasi nur die leiseste, die mittlere und die maximale Stufe. Und maximal sind 85 Dezibel. Da sagt der Hersteller, das ist so von Kinderärzten das maximal empfohlene. Ansonsten ja, sind sie hier natürlich weich, um auf den Ohren aufzusetzen. An der Seite ist hier das Keks-Logo drauf. Hier seht ihr das Keks-Logo beleuchtet. Das ist hier quasi auch eine Taste. Wenn ihr die länger gedrückt haltet, dann geht dieser Kopfhörer hier aus. Und wenn ihr die wieder länger gedrückt haltet, dann geht sie an. Und ihr könnt damit natürlich auch vor- und zurückspielen, den nächsten Track und so weiter. All das könnt ihr direkt hier an den Kopfhörern einstellen. Ja, und dann ist es eben so, wie bei vielen anderen Audiogeräten für Kinder, da gibt es ja zum Beispiel die Tonybox, Lidl hat diesen Speaker Buddy im Sortiment, also da gibt es schon so ein paar Geräte, die auch alle nach dieser NFC-Technologie arbeiten. Das heißt, so sehen hier so mal beispielhaft zwei von diesen Audio-Chip aus, die kosten 10 Euro. Es gibt hier noch nicht ganz so extrem viele, ich glaube, sind gerade ein paar neue dazugekommen, irgendwann sowas zwischen 20 und 30 Geschichten gibt es, aber da halt auch ganz bekannte, Tabaluga gibt es da und Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Feuerwehrmann Sam und Findus und Patterson, also eine ganze Menge verschiedene Dinge gibt es. Ja, das sind hier einfach diese kleinen Teile und sehr kindergerecht packt man die hier einfach in die Seite rein. Und wie ihr seht, halten die dann da, wenn man Zugroll macht nicht, aber ich sag mal ganz normale Kopfbewegung, das passt. So ist es aufgebaut, legt man das hier rein und dann startet die Geschichte. Geladen werden sie hier per USB-C. Netzteil ist im Lieferumfang allerdings nicht mit dabei. Okay, und mehr gibt es hier erstmal gar nicht, was man so zum ersten Eindruck und zur Funktionsweise zeigen kann. So viel zum ersten Eindruck und dann erzähle ich jetzt natürlich auch mal ein bisschen was aus meinen Erfahrungen. So ein bisschen was aus meinen Erfahrungen, natürlich auch von den Erfahrungen meiner Kinder hier berichtet. Ich bin nach Dänemark in den Urlaub gefahren für eine Woche und habe sie dafür mitgenommen, weil ich es natürlich ganz praktisch fand. Generell ja, auch die Tonybox, die wir haben, ist praktisch. Aber da hat man halt immer ja, ein großes Gerät, was man in der Hand haben muss. Die Figur, die man draufstellen muss, das muss man gerade halten. Und da fand ich es einfach echt praktisch, diese Kopfhörer, die Kinder gerade, wenn sie zu zweit im Auto sitzen, aufhaben, ist super praktisch, weil dann vor allen Dingen auch jedes Kind genau das hören kann, was es gerade hören möchte und sie nicht sich beide auf eine Geschichte in einem anderen Gerät einigen müssen. Und weil es einfach praktisch ist, dass man einfach die Kopfhörer auf dem Kopf hat und sonst wirklich gar nichts mehr braucht. Man legt hier einfach dieses Plättchen ein und schick ist. Die Kinder fanden es super klasse, die haben die ganze Zeit damit im Auto die Fahrt über durchgehört. Die Laufzeit soll bis zu maximal 10 Stunden ausreichen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel man jetzt damit rumdaddelt, welche Lautstärke man eingestellt hat, wenn man jetzt hier ständig was Neues rein oder raus macht. Aber
ich auch von meinem Empfinden, so wie ich es mit der Nutzung der Kinder so empfunden habe, halten die wirklich echt lange. Also nicht so, dass man das Gefühl hat, die wären irgendwie ständig leer. Und mit den Chips ist das hier einfach praktisch. Die können auch was ab, die dürfen nicht irgendwie, die können auch ruhig nass werden. Also, ne, also ich würde sie jetzt nicht ins Wasser werfen, aber die sind robust. Einfach draufpacken, sie gehen einfach dran, einfach ab. Die Geschichte, die fängt auch immer an der Stelle an zu spielen, wo sie aufgehört hat, wenn man das abnimmt. Das habe ich auch ausprobiert. Die Lautstärke ist nicht zu laut für die Kinder. Sie saßen angenehm auf den Ohren. Keins der Kinder hat irgendwann gesagt, die Dinger tun weh. Also insgesamt einfach zu bedienen und ja, für die Kinder, für eine Autofahrt, super praktisch. Im Urlaub war es dann halt auch so, abends im Bett haben die Kinder das gehört. Und jetzt auch nach dem Urlaub, die Kinder, gerade meine Tochter ganz besonders, die rennt ganz viel mit den Kekskopfhörern rum und hört da ihre Geschichten mit. Also viele Dinge, die ich sehr, sehr positiv finde. Im Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Tonibox nimmt, die hat natürlich noch den Vorteil, dass es sehr, 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 sehr viele Geschichten gibt. Die gibt es einfach schon lange und da kommen so regelmäßig neue dazu. Und da sind natürlich auch diese kleinen Figuren, die man bekommt, haben noch den Nebennutzen, dass man mit denen auch spielen kann. Mit so einem kleinen Plättchen hier kann man außer Hören natürlich nichts machen, aber dafür sind sie eigentlich auch da. Mit 10 Euro sind sie auch noch günstiger. Das heißt, ich glaube, bei der Tonibox kosten sie um die 15 Euro. Sind sogar, glaube ich, gerade teurer geworden auf 18, 19 Euro, also mit 10 Euro auch nicht so richtig teuer. Muss man immer gucken, die Geschichten, die da drauf sind, man sieht das hier, glaube ich, auch auf einer Seite, sind so ein paar Geschichten drauf, manche sind länger, manche sind nicht so lange, es gibt welche mit Musik. Man kann die Kopfhörer für nichts anderes verwenden, also das wurde, glaube ich, auch schon in so ein paar Internetforen gefragt. Kann man da auch was anderes mitmachen, außer diese Dinger hier hören, zum Beispiel per Bluetooth mit irgendwas verbinden? Nee, das funktioniert nicht. Und man kann jetzt auch nicht hier diese Chips für eine Tonibox nehmen oder irgendwie umgekehrt irgendwas miteinander kombinieren. Das funktioniert nicht. Ja, aber insgesamt hat es mir gefallen. Der Einsatz ist super, sie sind flexibel, praktisch, lassen sich klein zusammenfalten, sind robust, saßen super auf den Ohren. Also ja, die Kinder fanden es klasse und wenn die das klasse finden, finde ich es auch. Ja, so viel zu meinen Erfahrungen mit den Kekskopfhörern und dann nochmal ein kurzes Fazit. Ja, die Kekskopfhörer sind einfach praktisch, weil man außer der Kopfhörer und den Audiochips einfach nichts braucht. Ihr braucht keine Internetverbindung, ihr braucht keine Handy-App, ihr braucht überhaupt gar nichts. Ihr braucht die Kopfhörer, wenn der Akku voll aufgeladen ist und ihr habt die Audiochips, packt ihr den Chip hier rein, könnt ihn draufpacken, eure Kinder können während der Autofahrt etwas hören. Das ist einfach praktisch, weil ihr nichts in der Hand halten müsst, irgendwie so eine Box, sondern einfach nur die Kopfhörer auf dem Kopf habt, die sich leicht bedienen lassen. Lautstärke nicht zu laut sind. Es funktioniert einfach. Sie machen genau das, was sie sollen und meine Kinder sind begeistert. Also 60 Euro kosten sie, finde ich, ist vollkommen fair der Preis. 10 Euro hier einer von diesen Audiochips per USB geladen. Ja, ich habe schon erzählt, eben alles beim Part meiner Erfahrung, was man damit machen kann und wie ich es finde, wie es bei meinen Kindern ankam. Solltet ihr auch Erfahrungen mit den Kekskopfhörern haben, dann teilt das doch gerne mal in den Kommentaren mit, würde mich interessieren, wie ihr die Kopfhörer findet. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann auch gerne in die Kommentare damit, dann versuche ich so schnell wie möglich darauf zu antworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.